Guten Abend, willkommen zur Hessenschau am Tag nach der Europawahl. Wie die Kreuzchen der Hessinnen und Hessen Europa prägen, darauf schauen wir gleich. Und Kameras überall, wie die hessische Polizei die EM schützen will, wie sie für Sicherheit sorgen will, das zeigen wir auch gleich. Außerdem schwere Gespräche in Kriegszeiten. Der Frankfurter Oberbürgermeister hat Tel Aviv besucht. Und ja, inzwischen liegen die hessischen Zahlen zur Europawahl vor. Bei der Europawahl liegt die CDU in Hessen mit glatt 30% der Stimmen vorn. Fährt hier noch mehr ein als im Bundesschnitt. Anders als im Bund liegt die SPD mit rund 16,4% vor der AfD, die auf 13,6% der Stimmen kommt. An die Grünen gingen 12,9% der hessischen Stimmen. Die FDP kommt in Hessen auf 6,3%. Das Bündnis Sahra Wagenknecht auf 4,4%. Volt schafft es mit 3,3% vor die Linke. Die holt 2,5% der Stimmen. 2,5% der Stimmen, genau. Ja, was sagen die Parteien und ihre hessischen Kandidaten zu diesem Ausgang? Welche Schlüsse ziehen sie? Was wollen sie in Zukunft anders machen? Das haben wir sie gefragt. Wahlparty müsste hier in Anführungszeichen geschrieben werden. Trübe Gesichter bei den Grünen in Frankfurt. 10 Prozentpunkte gingen hier verloren. Ich spreche für alle, dass wir gerade ein bisschen bedrückt sind, vor allem wegen dem blauen Balken, der leider sehr, sehr hoch ist, und dem niedrigen grünen Balken. Am Tag danach fährt Ihr Europaabgeordneter Martin Häusling nach Brüssel, um die grüne Gruppe und die Fraktion neu zu sortieren. Dass vor allem junge Leute ihr Kreuz bei Schwarz oder Blau gemacht haben, besorgt den Grünen. Es reicht halt nicht, von oben runter zu erklären, sondern wir müssen ganz anders mit den jungen Menschen in Kontakt treten. Thema TikTok, ja. Ich meine, wir sind alle eher kritisch gewesen als Grüne und wir haben gesehen, dass die AfD die TikTok ist bestimmt und wir müssen da jetzt auch einsteigen. Mit kurzen Videos hat die AfD die Plattform TikTok geflutet, auch die hessische Abgeordnete Anderson, und so Millionen Menschen erreicht. Das Ergebnis bestätigt sie, fast 14% in Hessen. Wegen Sitzungen in Berlin hat Anderson heute keine Zeit für ein Interview, teilt mit: Wir haben uns sehr gut aufgestellt und ich bin zuversichtlich, dass die AfD wieder Teil der ID-Fraktion sein wird. Die rechte Fraktion hat die AfD kürzlich rausgeworfen, weil sie ihr zu rechts war. Abgestraft dagegen die Kanzlerpartei. Brüssel-Urgestein Udo Bullmann aus Gießen wundert sich, dass seine SPD viele Menschen verloren hat, die gar nicht mehr wählen gehen. Das sind Menschen, die eigentlich Erwartungen an uns haben, die aber gegenwärtig durch uns nicht erfüllt sehen. Und ich habe es bereits gesagt, die wollen uns kämpfen sehen und die wollen uns engagiert sehen, mit Courage, mit Zuversicht. Morgen machen und sagt uns wie. Ja, und da muss man auch eine Europawahl entsprechend ernst nehmen. Die CDU schickt wieder zwei hessische Abgeordnete nach Brüssel, Michael Gahler und Sven Simon. Gegen einen Rechtsruck empfiehlt der Politik in der Sache. Und dann müssen wir 25% Bürokratie abbauen bei der unnötigen Bürokratie, gleichzeitig dadurch Kräfte entfalten, dass wir den Green Deal weiter verfolgen. Denn diese Menschheitsaufgabe, Bewältigung, Bekämpfung des Klimawandels, bleibt natürlich. Für den Schwalmstädter Engin Eroglu von den Freien Wählern hat sich der Wahlkampf gelohnt. Er wurde wiedergewählt mit zusammen 3 statt bislang 2 Abgeordneten. Wir treffen ihn in Berlin. Nun führt er die Verhandlungen mit anderen gleichgesinnten europäischen Parteien für eine gemeinsame Fraktion. Ich glaube, die Menschen haben die Nase voll von irgendwelchen komischen Kompromissen und warum Politiker sagen, ich musste das jetzt so machen, weil ich in dieser Gruppierung bin. Nee, man muss den Rücken gerade machen und sagen, du, das ist unsere Meinung, in die Richtung marschieren wir. Und wenn das bedeutet, dass wir die Fraktion wechseln müssen, dann bedeutet das, dass wir die Fraktion wechseln. Eine, die dagegen gestern lange zittern musste, war Isabel Schnitzler von den Freien Demokraten. Gereicht hat es dennoch nicht. Das, was wir gekämpft haben und auch den Eindruck, den wir gewonnen haben, hätten wir mindestens 20% verdient. Aber der Wähler hat es anders gesehen. Trotzdem ist es ein gutes Ergebnis. Für die Frankfurterin Schnitzler ist dennoch nicht alles verloren. Schließlich hat sie den ersten Platz auf der FDP-Nachrückerliste. Zugeschaltet ist uns dazu die Leiterin unseres Landtagsstudios, Ute Wellstein. Ute, wie interpretierst du das Ergebnis aus hessischer Sicht? Naja, diesmal war eine Europawahl. Da ging es um ein paar andere Dinge als im Oktober. Da ging es darum, wie das Land Hessen regiert werden soll. Aber es gibt große Linien, die sich doch sehr ähneln. Die CDU wurde die stärkste
Kraft. Die AfD legte deutlich zu und die Grünen haben deutlich verloren. Man muss, glaube ich, sehen, bei der Landtagswahl auch jetzt, dass sich der Wind gegen die Grünen gedreht hat. Vor 5 Jahren, damals war Klimawandel das große Thema und das spielte natürlich den Grünen in die Hände. Jetzt haben andere Themen die Wahlen bestimmt, wie die Migration, Angst um die Sicherheit, Angst vor dem gesellschaftlichen Wandel. Und da findet die Politik der Grünen offensichtlich nicht so viel Zustimmung, wie es vor 5 Jahren der Fall war. Das hat sich auch schon bei der Landtagswahl gezeigt und hat ja auch dazu geführt in der hessischen Politik, dass die Grünen nicht mehr in der Regierung sind. Boris Rhein hat diesen Trend offenbar erspürt und die Grünen fallen lassen als Koalitionspartner und dafür eine Koalition mit der SPD geschmiedet, die er die Koalition für die bürgerliche Mitte nennt. Also die strahlenden Gewinner von damals, die Grünen, das sind jetzt die, die eher als Wählerschreck gelten. Aber das zeigt für mich auch eins, dass sich die Trends in der Politik sehr schnell ändern können und es in 5 Jahren wieder ganz anders aussehen könnte. Sagt unsere Politikexpertin Ute Wellstein. Danke bis hierhin. Wir sprechen gleich nochmal mit ihr konkret über die AfD, denn die wurde in manchen Regionen in Deutschland stärkste Kraft. Im Osten dominiert sie bei der Europawahl ganze Bundesländer. In Hessen gelingt ihr dieser Siegeszug nur in einem Ort, in Kornberg im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Ein Erklärungsversuch. Kornberg im Norden von Hessen. Knapp 1300 Menschen leben hier. In der einstigen Bergbausiedlung. Jahrzehntelang wurde hier vorwiegend SPD gewählt, eine rote Hochburg. Gestern bei der Europawahl die AfD. Die Alternative für Deutschland kommt hier auf 30,4%. Ein sattes Plus von fast 13% im Vergleich zur Wahl von vor 5 Jahren. Heute, am Tag danach. Ein bisschen Angst habe ich schon, ne, weil man dann auch so vieles immer, wenn man im Fernsehen guckt, immer so vieles hört. Ne? Und dann hat man doch ein bisschen Angst, dass das doch wieder alles so mehr Nazi-Zeit oder irgendwas rüberkommt, ne? Aber ich glaube es nicht. Das will doch kein Mensch mehr, diese braune Brut. Egal, was die für eine Farbe haben. Jetzt haben sie, sie sind von braun auf blau gewechselt. Mir macht das Ganze Angst. Ich habe selbst eine Selbsthilfegruppe in Bebra, die für Angst- und Panikstörung ist. Und mir macht dieser Wahlausgang macht mir Angst. Das Leben, ein Miteinander, scheint in Kornberg schwieriger zu werden. Geschäfte, Bankfilialen, Firmen, alles seit Jahren geschlossen. Geblieben sind ein kleiner Dorfladen und eine Pizzeria. Ein Bus sorgt zweimal in der Woche für die ärztliche Versorgung. Zum Wahlsieg der AfD äußert sich die Bürgermeisterin nur schriftlich. Dass die AfD in der Gemeinde Kornberg einen derart hohen Zuspruch erfährt, ist auf eine allgemeine Unzufriedenheit mit der derzeitigen Bundesregierung zurückzuführen. Das war aus verschiedenen Gesprächen mit Bürgern herauszuhören. Für uns als Kommune ist es schwierig, der Entwicklung entgegenzuwirken. Grundsätzlich ist jedoch die Bundesregierung gefragt. Aktuell leben in Kornberg Menschen aus 25 verschiedenen Nationen. 56 von ihnen sind offiziell aus Nicht-EU-Ländern zugezogen. Migration, Asyl, ein Thema der AfD im Wahlkampf. In ihrem Wahlprogramm stand ja, dass die illegal eingewandert sind, die sollen ja dann abgeschoben werden, jetzt mal so schlimm ausgedrückt. Und dass die halt auch, wenn die nicht arbeiten oder halt kriminell sind. Und ich glaube auch, dass das sich dann zum Besseren ändert. Ich würde den Afghanen oder Afghanistan nicht 1 Euro geben, damit die den wieder aufnehmen. Der würde bei mir einfach nach Hause fahren. Ende Gelände. Die SPD verliert in Kornberg fast 12%, verglichen mit der Wahl 2019. Zum Rechtsruck äußert sich der Bundestagsabgeordnete für Hersfeld-Rotenburg, Michael Roth. Das hohe Wahlergebnis für die AfD ist schrecklich. Nichts liegt mir ferner, als es schön zu färben. Ich kenne aber viele Menschen in der Gemeinde Kornberg, die ich nicht als rechtsextrem, rassistisch oder nationalistisch sehen würde. Aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger tut sich zu wenig, man fühlt sich abgehängt. Ja, dazu nochmal nachgefragt bei Ute Wellstein, der Leiterin unseres Landtagsstudios. Ute, in Kornberg hat die AfD jetzt extrem gut abgeschnitten, auch auf Europaebene ist von einem Ruck nach rechts außen die Rede. Ist das also auch für die hessische AfD ein Tag zum Jubeln? Das tat sie gestern schon, 17 Minuten nach Schließung der Wahllokale. Da gab es eine Pressemitteilung, wo die AfD sich darüber gefreut hat, dass sie ihr Ergebnis von vor 5 Jahren erheblich verbessert habe. Das stimmt, sie hat 3,7 Prozentpunkte dazu gewonnen im Vergleich zur Europawahl von vor 5 Jahren. Aber sie ist schlechter als im Bundesdurchschnitt. Hessen ist also keine AfD-Hochburg.
Hochburg, anders als es im Osten der Fall ist. Sie ist schlechter als bei der Landtagswahl bei dieser Wahl herausgegangen und auch schlechter, als ich selbst vor einigen Monaten noch erwartet hatte. Und wenn man all das zusammenzählt, dann ergibt sich für mich das Bild, dass der gesellschaftliche Trend der vergangenen Jahre sehr wohl für die AfD spricht. Da gab es einen stetigen Anstieg, aber ihre Bäume eben auch nicht in den Himmel wachsen und dass die Skandale um die Spitzenkandidaten, die dubiose Verbindungen nach China und Russland hatten oder die Debatte um Remigration ihr Übriges taten, vielleicht dann doch einige Wähler abgeschreckt haben, jedenfalls dazu geführt haben, dass diese Träume von 20% für die AfD bei der Europawahl, die vor einigen Monaten noch gehegt wurden, dass die sich dieses Mal nicht bewahrheitet haben. Sagt Ute Wellstein, Dankeschön. Auffällig ist übrigens, dass die AfD, die ja anfangs als Partei älterer Herren abgetan wurde, gerade bei jungen Leuten erfolgreich war, also bei Wählerinnen und Wählern zwischen 16 und 24. Woran liegt das? Vielleicht daran, dass die Rechten digital ein Vielfaches erfolgreicher sind als die anderen Parteien. Wir haben uns genau dazu in Frankfurt umgehört. Ich denke, dass ja die AfD mehr sich im Social Media auskennt, aber sich da mehr involviert als die anderen Parteien. Die AfD stellt sich dann halt hin als das Gegenteil von dem, was die Regierung macht und sagt, wenn wir es so machen würden, wäre es alles weg. Dann denken alle sich, oh, die AfD, die würde dann die Wirtschaft retten. Jung wählt rechts. Keine andere Partei hat einen so starken Jungwählerzuwachs bekommen wie die AfD. Erklärungssuche an der Frankfurter Heinrich-Kleier-Schule. Aus meinem Umfeld weiß ich schon, dass da viele auch, sage ich mal, jetzt natürlich wollen, dass kriminelle Ausländer konsequenter abgeschoben werden, weil das halt, sage ich mal, die Altparteien haben das immer sehr groß angepriesen, sage ich mal, dass sie da was tun wollen. Aber im Endeffekt wurde dann doch eher weniger gemacht als erwartet. Und dann denke ich, dass viele sich jetzt dadurch erhoffen, dass die AfD da vielleicht doch was tut. Im Vergleich zur letzten Europawahl 2019 hat die AfD bei den 16- bis 24-Jährigen den stärksten Zuwachs bekommen. Ein Plus von 11 Prozentpunkten. Die größten Verluste bei jungen Wählern haben die Grünen mit 23 Prozentpunkten. Bei SPD, FDP und Linken sind die Werte in etwa gleich geblieben. Der Landesvorsitzende der hessischen AfD, Robert Lambrou, meint, junge Menschen würden mit seiner Partei vor allem wegen der Migrationspolitik sympathisieren. Und? Es ist ein Mix von verschiedenen Dingen. Die jungen Menschen sehen auch, dass viele Firmen sich mit dem Gedanken tragen, abzuwandern wegen des Green Deals. Auch die hohen Energiekosten, die hohen Steuern und Abgaben, wenn man, ich sag mal, vor dem Einstieg ins Berufsleben steht, sind Dinge, die einen als junger Mensch nachdenklich machen. Im Gegensatz zu anderen Parteien macht die AfD schon länger Wahlkampf auf der Social-Media-Plattform TikTok. Liebe Bürger in Fulda, ein weiter so kann es nicht geben. Kilian Hampel von der Universität Konstanz hält das für einen Grund, warum junge Menschen eher rechts gewählt haben. Junge Menschen sind frustriert, sind unzufrieden, schauen dann in die sozialen Medien, sehen dort sehr einfache Antworten, sehen noch kurze Clips, die sie direkt ansprechen, wo gesagt wird, hey, du bist unzufrieden, komm doch zu uns, wir verbessern deine Lage. Und das hat deutlich Wirkung gezeigt. Der Wissenschaftler hat erforscht, junge Menschen fühlen sich aktuell persönlich und wirtschaftlich unzufrieden. Rechte Parteien wie die AfD hätten das Gefühl vermittelt, zuzuhören und deshalb profitiert. Und es gab gestern auch rein hessische Entscheidungen, zum Beispiel Landratswahlen. Die Ergebnisse jetzt in den Nachrichten bei Martin. Ja, und zwar in zwei Landkreisen waren die Wahlen. Und während im Landkreis Limburg-Weilburg alles beim Alten bleibt, geht's in drei Wochen im Lahn-Dill-Kreis nochmal zur Wahlurne, nämlich zur Stichwahl. Die Stimmzettel im Lahn-Dill-Kreis haben gestern kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Es gibt immer noch zwei Bürgermeister, die beide Landrat werden wollen. Carsten Braun, CDU, Bürgermeister von Driedorf und Frank Indertal, SPD, Bürgermeister von Solms. Carsten Braun ist heute wieder in seinem Bürgermeisterbüro im Driedorfer Rathaus. Er will als Landrat Bürokratie im Kreis abbauen. Wir sind Schulträger, haben dort Riesenaufgaben auch noch vor uns, haben viel geleistet in der Vergangenheit. Das Thema Wirtschaft, wir sind ein sehr industriestarker Standort. Die Wirtschaft braucht dort einen starken Landkreis als Partner und das will ich gerne zur Chefsache machen. Frank Indertal von der SPD hatte heute früh die erste Videokonferenz dazu, wie es jetzt weitergeht und will heute Kraft für die nächsten drei Wochen Wahlkampf-Endspurt schöpfen.
Ja, wir werden davon überzeugen müssen, dass es um die Themen unseres Kreises geht, die für die nächsten Jahre weiterzubringen sind. Ganztagsentwicklung an unseren Schulen beispielsweise oder eben auch die kommunale Trägerschaft unserer Kliniken, die wichtig ist. Und insofern, das sind für die Menschen wichtige Themen. Ich glaube schon, sie werden zur Wahl gehen. Am 30. Juni findet die Stichwahl statt. Im Landkreis Limburg-Weilburg ist die Entscheidung gestern schon gefallen. Michael Köberle von der CDU bleibt mit 78% der Stimmen für weitere 6 Jahre Landrat. Wie erst heute bekannt wurde, haben das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt in der vergangenen Woche mehrere Razzien im Kampf gegen Kinderpornografie und sexualisierte Gewalt an Minderjährigen durchführen lassen. Dabei untersuchten Ermittlungsbeamte mehr als 50 Wohnungen und Häuser in Frankfurt, Darmstadt, Kassel und Offenbach sowie in 17 der 21 hessischen Landkreise. Insgesamt werde gegen 47 Männer und eine Frau ermittelt. Bei einer Aktion gegen Schwarzarbeit haben Kontrolleure vom Zoll insgesamt 270 Mitarbeiter in der Gastronomie überprüft. Bei der Aktion am Samstag hatten rund 50 Gaststätten, Restaurants und Imbisse in Nord-, Ost- und Mittelhessen unangemeldeten Besuch vom Zoll erhalten. Bei 14 Menschen bestehe der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Insgesamt seien jeweils 26 Straf- sowie Ordnungswidrigkeitsfahren eingeleitet worden. Soweit erstmal die Nachrichten. Genau, jetzt geht's weiter mit dir, so ungewöhnlich, nach dem ersten Newsblock. Dankeschön, Martin. Ja, es gab 4 Bürgerentscheide zusätzlich zu all den Wahlen, über die wir jetzt schon berichtet haben. Die Fragen dieser Bürgerentscheide waren: Sollen Autos stärker als bisher aus der Marburger Innenstadt verdrängt werden? Sollen im Schwalm-Eder-Kreis die Orte Ottrau, Oberaula und Neukirchen fusionieren? Wird in Kiedrich im Rheingau-Taunus-Kreis ein Windpark entstehen? Ja, und der wohl umstrittenste Bürgerentscheid: Dürfen in Limburg Stadttauben professionell getötet werden? In Limburg geht es den Stadttauben an den Kragen. So hat die Mehrheit der Bürger abgestimmt. In Zukunft dürfen sie per Genickbruch getötet werden. Damit ist ein entsprechender Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bestätigt. Gemischte Reaktionen auf der Straße. Ich habe mich natürlich beteiligt. Ist eine schwierige Sache, aber es sind einfach zu viele. Worauf so ein extremes Mittel zurückzugreifen, ist einfach Quatsch, finde ich. Ich bin dafür, dass sie getötet werden, nur man sollte es humaner machen. Sie machen es sich einfach sehr einfach, dass die Tauben dann dahingehend abgeschafft werden sozusagen. Der Bürgermeister sieht das Ergebnis pragmatisch. Die Wählerinnen und Wähler hatten das Wort, die haben entschieden und jetzt ist es geklärt. Und da bin ich als Bürgermeister natürlich auch froh, dass wir als Verwaltung jetzt klare Leitlinien haben. Berthold Geis ist professioneller Taubenbekämpfer. Zu seiner Arbeit gehören diese Fangkäfige. Er arbeitet mit Unternehmen und Kommunen in ganz Deutschland zusammen. Und er hatte die Stadt Limburg vor dem Entscheid beraten. Es hört sich natürlich jetzt erstmal ganz grob an. Ja, da kommt einer, der tötet die Tauben mit Genickbruch. Aber das ist eine gängige Schlachtmethode, wenn ich meine Futtertiere schlachte. Wenn der Züchter Hans sein Hase schlachtet oder die Oma Erna schlachtet ihr Huhn. Ja, was meinen Sie denn, wie das passiert? Tanja Müller vom Stadt-Tauben-Projekt Limburg ist entsetzt über das Ergebnis, will aber nicht aufgeben. Wir versuchen natürlich weiter noch die Leute aufzuklären. Es gibt wohl einige Tierschutzorganisationen, die Klagen einreichen wollen, das wissen wir. Und von daher, wir hoffen einfach, dass die Stadt vielleicht doch noch zur Vernunft kommt und das alles noch mal überdenkt. Bürgerentscheide gab es auch anderswo. Die Marburger stimmten gegen das Ziel, den Autoverkehr in der Stadt zu halbieren. Was etwa auch kürzere Parkzeiten bedeutet hätte. Und das überzeugte nicht. Ebenso vom Tisch ist eine Fusion der Gemeinden Oberaula, Ottrau und Neukirchen zu einer Großgemeinde. Auch dafür fand sich am gestrigen Wahlsonntag keine Mehrheit. Und in Kiedrich im Rheingau-Taunus-Kreis sprachen sich die Bürger gegen den Bau von Windrädern aus. Die sollten auf Teilen des Gemeindewaldes errichtet werden. Auch daraus wird jetzt nichts. Freitag schon geht die Fußball-Europameisterschaft los. Frankfurt wird ein Austragungsort sein. Hier werden die deutsche Nationalmannschaft spielen, England, Dänemark, die Schweiz. Und dazu noch großes Fanfest am Mainufer mit Zehntausenden Besuchern. Ja, und die Polizei hat heute mal erklärt, wie sie da für Sicherheit sorgen will.
Nein, sie spielen nicht offiziell mit, aber das Video aus der heutigen Pressekonferenz soll zeigen, die ganze Vielfalt der Polizei ist bei der EM eingebunden und begeistert dabei. Die Präsenz wird hessenweit stark erhöht, das Motto des Sicherheitskonzepts so gelassen wie möglich und so wachsam wie nötig. Aber der Spaß hat in den 30 Tagen des Turniers auch klare Grenzen. Die Trennlinie ergibt sich beim ausländerfeindlichen Parolen, bei Antisemitismus, bei homophoben Übergriffen, bei sexistischen Übergriffen. Dort wird es dann in Teilen auch unschöne Bilder geben, weil wir nicht warten, bis die Situation vorbei ist, sondern dann in Teilen auch in Menschenmengen reingehen werden, um das frühzeitig zu unterbinden. Beim Fußballfest rechnet die Polizei jeden Tag mit mehr als 500.000 Menschen in Frankfurt, inklusive Pendler. Eine große Fanmeile am Main und mehrere Fanpunkte sollen helfen, die Massen zu verteilen. In einem neuen Videozentrum im Polizeipräsidium laufen während der 5 Spiele viele Bilder von Kameras, von Hubschraubern, mobiler Technik und Drohnen zusammen. Wichtig, denn die Sicherheitslage sei angespannt. Angespannte Sicherheitslage heißt, dass es eine hohe abstrakte Gefahr gibt, vor allem auch im Hinblick auf Terroraktivitäten. Wir haben aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr in Hessen. Mindestens 1.000 und an kritischen Spieltagen bis zu 2.500 Polizisten aus ganz Hessen werden ab Mitte Juni in Frankfurt und Umgebung zu sehen sein. Je nach Gefahrenlage. Viele Polizisten bleiben in der Stadt, aber in Zivil, damit sie sich unter die Feiernden mischen können. Wie damals vor 18 Jahren bei der WM 2006 soll die Jubelstimmung möglichst ungestört laufen. Im Mittelpunkt steht der wunderbare Fußball und ein tolles Ereignis. Und wenn 2024 ein bisschen was von 2006 in der Stimmung am Ende mitbekommt, dann ist das gut für unser Land und für die Gesellschaft. Private Drohnen übrigens sind an Stadion und Fanmeile während der EM komplett verboten. Wer sich nicht dran hält, wird es spüren. Die Polizei ist mit Spezialgerät im Einsatz, Systeme nämlich, die wohl ziemlich garstig werden können. Wir können Drohnen detektieren und wir können sie im schlimmsten Fall auch abwehren. Alles Weitere werde ich für mich behalten. Ein Fußballfest soll es werden. 30 Tage Party im Herzen Europas. Am besten für alle. Mit Spaß und Sicherheit. Und mit schicken Image-Videos der Polizei. Die hat in Frankfurt gestern 2 Fassadenkletterer festgenommen. Nochmal Nachrichten mit Martin. Einer der beiden Männer hatte das 150 Meter hohe Hochhaus bereits erklommen. Der andere war noch am Boden. Sicherheitsleute hatten die beiden entdeckt. Da sie keinen Wohnsitz angeben konnten, wurden sie zur Feststellung ihrer Identität zunächst mit auf die Polizeistation genommen. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung durften sie wieder gehen. Kinder, die schwerst krank sind, gut zu betreuen, das haben sich Mitarbeitende von Kinderhospizen zur Aufgabe gemacht. Mit dem Kinderlebenslauf wollen sie auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Heute ging es von Wiesbaden nach Mainz. Für den 9-jährigen Jens eine super spannende Sache. Er durfte zusammen mit der Feuerwehr die symbolische Engelsfackel über den Rhein bringen. Per Boot vom Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden zur Mainzer Hospizgesellschaft Christophorus e.V. Organisiert wird der jährliche Lauf vom Bundesverband Kinderhospiz e.V. Und das war's endgültig von den Kurznachrichten. Damit zurück zu dir, Daniel. Dankeschön, Martin. Das hier sieht aus wie eine Dienstreise nach Mars, Strandidylle. Aber in Wahrheit war es das Gegenteil. Mike Josef, der Frankfurter Oberbürgermeister, ist in ein Land gereist, das gerade einen Krieg führt. Er hat Israel besucht, die Stadt Tel Aviv. Die ist Partnerstadt von Frankfurt. Und man sagt ja, wahre Freunde sind da, sind die, die auch in Krisenzeiten da sind. Und Mike Josef, er war da. Sie berichten dem Besuch aus Frankfurt von den Massakern am 7. Oktober und wie ihre Angehörigen entführt wurden. Ein emotional schwieriger Termin für Mike Josef und die Delegation der Stadt Frankfurt gleich am ersten Tag. Alon Gad erzählt, wie seine Frau und seine Schwester entführt wurden. Seine Frau ist inzwischen wieder frei, die Schwester immer noch in der Hand der Hamas-Terroristen im Gazastreifen. Das Treffen mit den Frankfurtern ist ihm wichtig. Der Oberbürgermeister und die Delegation können Menschen überzeugen, um mehr Druck auf die Hamas auszuüben, um eine Verhandlungslösung zur Befreiung meiner Schwester und der anderen Geiseln zu erreichen. Dies kann ein Weg sein, meine Schwester und die anderen Geiseln herauszuholen. Mike Josef braucht danach eine Pause, geht allein über den sogenannten Geiselplatz.
Es ist sein erster Besuch als Oberbürgermeister in Frankfurts Partnerstadt. Es geht einem sehr nahe. Es sind die Details, die Geschehnisse, die Schicksale, die Einzelschicksale, sie von Angesicht zu Angesicht so zu hören, was am 7. Oktober passiert ist. Mit dabei in der Reisegruppe auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Alle spüren, dass es gut war, zu kommen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass diese Reise jetzt stattfindet. Wir sehen es ja auch an den Reaktionen, wie sehr die Leute es schätzen, dass wir als Frankfurter hier sind und Solidarität zeigen. Der Blick auf die Skyline von Jaffa aus, inzwischen ein Vorort von Tel Aviv. Strand, Sonne und dennoch knapp 70 Kilometer weiter tobt der Krieg. In Jaffa gibt es eine Initiative für jüdisch und arabisches Miteinander. Die Gäste müssen gleich beim Brotteig mitmachen. Es geht um die Begegnung für alle in diesem jüdisch-arabisch gemischten Stadtteil. Die Erfahrungen, die hier in Tel Aviv-Jaffo gemacht werden, sind ganz konkret Erfahrungen, die wir in einer multikulturellen Stadt wie Frankfurt natürlich auch übernehmen können. Und deswegen ist der Austausch ganz wichtig. Hier bringt man unterschiedliche Kulturen und Lebensrealitäten zusammen. Und das müssen wir natürlich auch, das ist unser täglich Brot. Und dort, wo es gut funktioniert, da kann man sich immer was abschauen und das möchten wir hier auch. Sie gedenken gemeinsam an der Stelle, an der 1995 Yitzhak Rabin erschossen wurde. Er war die Friedenshoffnung des liberalen Israels. An Josefs Seite Tel Avivs Bürgermeister Ron Uldai, ein Routinier, gerade zum 6. Mal wiedergewählt. Es geht aber auch um die Kommunalpolitik der Partnerstädte. Ganz konkret, um mal 4 Themen zu nehmen, in der Frage bezahlbarer Wohnraum, in der Frage des öffentlichen Nahverkehrs. Die Tel Aviver bauen momentan eine zweite U-Bahn-Linie. Aber auch in der Frage Klimaziele, Nachhaltigkeit, Klimaanpassungsstrategien und natürlich in dem Thema Migration und Integration. Das sind die Themen, wo wir festgestellt haben, da gibt es dieselben Herausforderungen zwischen unseren beiden Städten. Am Ende zweier übervollen Tage begegnen die Frankfurter dem Staatspräsidenten Herzog. Und man nimmt ihm ab, dass er sich wirklich freut, dass die Gäste aus Hessen in diesen schwierigen Zeiten trotzdem gekommen sind. Und das war die Hessenschau. Es folgt das Wetter, die Tagesschau und später gibt es nochmal Hessen-Nachrichten. Genau, um 21.30 Uhr die Spätausgabe. Ihnen einen schönen Abend. Sag ich auch. Und morgen ist Martin Wirsing und an dieser Stelle Christine Gesang für Sie da. Tschüss. Ach ja. Ja. Siehste? Siehste. Wieder was gelernt.